Am 7. Januar kam es am späten Abend im Bereich Gdansker Straße, Ecke Philosophenweg in Wismar zu einem Einsatz der Stadtwerke und der Firma Eduard Deventer KG Tiefbau. Grund dafür war ein Loch in der Fernwärmeleitung, welches zu einer massiven Störung der Fernwärmezufuhr führte. Ja, gestern Abend, späten Abend, hier sehen Sie, ist eine Versorgungsleitung Wärme. Die ganzen Blöcke hier alle ringsrum, die werden alle mit Fernwärme versorgt. Haben wir festgestellt, da hat es hier aus der Erde rausgedampft. Und das ist ein Zeichen, dass die Leitung kaputt war. Wir haben dann mit Hilfe der Firma Deventer haben wir das aufgemacht, haben dann gegen morgen, gegen 3 Uhr, haben wir den Fehler gefunden. Das kann ich Ihnen nachher zeigen. Da ist eine Schelle rumgemacht und war ein Loch in der Leitung. Da lief das warme Wasser raus. Damit konnten die Blöcke nicht mehr beheizt werden. Und das haben unsere Kollegen dann abgestellt. Und ab 7 Uhr können wir wieder hier alle wieder mit Wärme beliefern. Das Blockheizkraftwerk am Kagenmarkt versorgt bereits seit dem 1. Januar 1994 die Bewohner der Hansestadt. Diese Versorgung soll natürlich noch für einen langen Zeitraum sichergestellt werden.